Hi Leute und herzlich willkommen auf TC. Das Doppelpiece. Freunde, wir kommen heute zu einem neuen Update vom Studio. Ihr seht, hier drin wurde geackert. Die Tür ist schon grundiert. Genau, grundiert. Die Wände sind gestrichen. Da drin ist alles eigentlich fertig, außer so die Lackierarbeiten. Die sind noch nicht ganz fertig. Da ist nur Grundierung drauf. Ich glaube auch auf der Klimaanlage. Ja. Die muss auch nochmal gemacht werden. Wir können ja mal kurz reingehen. Ihr seht, die Heiligenhallen sind fertig gestrichen. Es ist Studio, Decke ist schwarz. Ich finde es immer noch krass, wenn ihr überlegt, diesen Scheinwerfer, der hat früher hier drin alles hell gemacht, ne? Komplett alles hell. Mittlerweile, dadurch, dass wirklich alles in diesen Grau- und Schwarztöne gehalten wird, saugt es so viel Licht auf. Echt heftig. Das ist absolut krank, ne? Das ist wirklich heftig. Aber so sieht das Studio aus, ne? Also, ja, wie wir uns vorgestellt haben, da geht echt nochmal viel Liebe raus, ne? An die Firma Nariga, die das wirklich... Guckt euch das an, das ist ein Traum, ne? Decke schwarz, Friesejung schwarz, fehlen noch die Geo-10s, die reinkommen. Die Blenden haben wir auch dabei, da können wir heute auch mal gucken, ob wir die sogar vielleicht schon drauf kriegen. LED-technisch hat sie schon einiges getan, genau, aber mussten wir unbedingt mal reingucken. Aber so ist es halt wirklich schon krank. Ich leuchte euch mal irgendwie so einen Kasten aus, dass man vielleicht ein bisschen besser sieht. Guckt euch das mal an. Könnten wir ja theoretisch auch ein paar Geo-10s reinmachen. Das ist wirklich sehr geil. Ah, da fehlen uns noch die Adapter-Dinger. Ja, der Adapter fehlen und du musst ja dann alles durchschleifen, ja, und so, ne? Wir können heute mal gucken, dass wir so LED-technisch vielleicht noch ein bisschen was hinkriegen, ne? Die ganze Wände bekleben können wir eigentlich machen, weil um jede Wand kommt ja so ein LED-Band, so ein Goofy. Das können wir eigentlich mal machen, ne? Da haben wir gestern hier schon angefangen. Aber guck mal, wie fucking clean das einfach aussieht, ja, ne? Also hier drin darf wirklich kein Controller fliegen. Vor allem, ich habe gestern ja schon allein nur mit ein bisschen Dreck, guck mal. Ja. Nur, gut, das kriegt man wieder weg, ne? Aber da muss man echt aufpassen. Ich glaube, das erste Ding wird sein, erstmal hier ein bisschen noch aussaugen, dass man nicht so viel Dreck irgendwie mit an die Hände und Füße und Zeug macht. Und einmal durchsaugen den genau. Lachs. Boah, ne? Wow, blendet der mich hier. Und, aber wir können eigentlich auch schon mal eine Wand zeigen, ne? Ja, müssen wir jetzt nur, gut, es war ja, da hinten gab es nämlich ein Problem. Die drei Kabel hier kamen alle aus der Wand. Wir haben die dann damals beschriftet unter PC. Gestern haben wir gedacht, also, ey, wieso finden wir dieses Kabel nicht? Aber das Kabel war vertauscht. Und das hier war jetzt, glaube ich, beschriftet als Wabe, weil die ja hier rauskam. Genau. Ich kann es hier mal hinten reinstecken. Die wurden gerade gechanged. Wir machen wieder dunkel. Genau, die Decke seht ihr hier auch. Die ist am... Es ist so geistig. Geht los, Lichtshow beginnt. Guckt euch das an. Und das Krasse ist halt, wir sagen es immer wieder, aber über die Kamera kommt es halt leider nie so rüber. Ich jetzt noch in diesem Musikmodus. Wie das halt in echt ist, ne? Und guckt euch das mit der Sternenhimmeldecke an. Guck mal hier durch, wie krank. Ja. Guck mal, die Decke kommt halt wirklich geisteskrank zur Geltung. Die Kamera sogar besser zur Geltung sein, wenn ja, du da stehst. Gar nichts machen, nur Szene. Da ist der Regenbogen. Regenbogen, dann passt das nämlich auch. Guckt euch das an, ich versuche das mal irgendwie ein bisschen mehr mit der Decke einzufangen. Und das ist nur eine Wand, ne? Vielleicht kriegen wir heute noch die eine oder andere Wand fertig. Die sollten wir alle fertig kriegen. Wir machen jetzt noch ein bisschen klar Schiff. Ich bin ja leider immer noch ein bisschen genockt mit meinem Fuß. Aber wo sind sie? Wir haben uns, oder ich habe noch zwei Stühle besorgt. Da kann ich zwischenzeitlich ein bisschen Simon anfeuern vom Stuhl aus. Aber ja, C-Maus, ey, Technik, man. Guck mal, der macht das mit LEDs. Da hinten reindrücken, ja, finde ich auch das Gute. Sieht man nichts mehr, ne? Das ist nämlich auch das Schöne, da können wir da alles reinstecken. Ich muss hier nur mal gerade kurz gucken. Alter, das ist halt wirklich, Jungs, das ist halt wirklich Vogelwild, wie das hier schon aussieht. Was hat sich aber sonst noch so getan? Ah, hier, den kann ich euch in der Zeit noch zeigen. Guckt euch das an. Unser Schreibtisch, das hier wird auch so ein unnormaler, heftiger Schreibtisch, das könnt ihr euch gar nicht vorstellen. Da kommt am Ende jetzt noch Epoxidharz klar drüber. Das ist jetzt so blau-metallic in diese Waben. Die habt ihr auch schon gesehen, ne? Als wir die beim Schreiner geholt haben. Die wurden jetzt nochmal hier, guck mal, ich mache die hier kurz weg. Geht das so einfach? Ja, extra so angepasst, ne? Dass die perfekt hier drin liegen. Dann wird das ganze Ding später noch geschliffen, gemacht und getan. Und dann hast du hier ein High-End selbstgebauter Schreibtisch, der natürlich halt auch komplett zu der Wabentechnik auch drin im Studio passt, ne? Da kommen mir noch diese Waben an die Vorsatzwand. Heftig. Bin total fasziniert. Das wird krass. Von A bis Z ist da wirklich alles durchdacht. Was los? Passt, ne? Ja. Zimbo ist hier drin. Und auch hier, die Wand wurde jetzt auch verspachtelt, ne? Hier oben ist der Auslass dann für die Kamera, die in die Küche filmt. Kann man eigentlich mal einen Bausauger holen. Und reinscheppern, ne? Ich hab den hier einen Bausauger nehmen. In die Olga. Der Riese. Wir gucken mal, was abgeht. Wir können parallel saugen. Müssen wir uns auch was überlegen, ne? Für unten einen Kanteschutz. Ich sehe da einen Knödler. Ich meine, jetzt ist egal, die untere Kante sind nicht gemacht. Aber wenn du dann hier später hier durchgehst, ja.
gibt es unschöne Streamen, ne? Und die werden dann halt durch die LEDs dann komplett ausgeleuchtet. Ne? Ich bin gerade überlegen, wie wir es auch hier machen, weil eigentlich war das ja Quatsch, was wir uns hier überlegt haben, dass wir hier an der Tür ein extra Kabel rauskommen lassen haben, weil man klebt ja einfach weiter, weißt du, wie ich meine? Gut, ich glaube, die Idee war ja mal, mit dem eine da rumzugehen. Genau, machen wir ja eh, aber hätten wir ja auch dahinter beide starten lassen können. Ach so, ja. Hier vorne ist eigentlich dumm, weil... Wo kommt denn das jetzt raus? Hier, gut, können wir auch jetzt da reinstecken, das macht nichts. Das ist ja offen. Wir hätten es beides einfach da hinten rauskommen lassen können. Aber egal, machen wir das mal. Na, hier seht ihr jetzt auch mal, was der Plan damals war. Eine kleine Motte auch am Start hier. Die DC-Kabel, ne, die gucken jetzt alle irgendwo aus der Wand raus, wie hier, hier oder hier hinten im Eck. Und hier geht Simon jetzt direkt mit dem Controller quasi dran. An das DC-Kabel, was dann hier entlang geht. Genau. Zack, zack, zack. Bis davor. Und hier hinten verschwindet es dann im Technikraum. Ne? Und dort sitzt das Netzteil. Und das heißt, wenn irgendwann was kaputt geht, kann man es hinten austauschen. Easy peasy, einfach austauschen. Hier haben wir jetzt zwei Kabel vorgesehen gehabt. Da hinten nur eins. Und haben das dann mit so einem Y-Kabel gemacht. Heißt aber auch, dass jetzt zum Beispiel an der Wand hängen jetzt 15 Meter, oder? Ja, der eine ist 5, der andere 16 oder so, ne? Ja, genau, 16 Meter und es packt dann halt ein Netzteil, ne? Dann für die, wo wir das nur einmal vorgesehen haben, müssen wir dann stärkere Netzteile holen, für hier hinten passen die, wo dabei sind. Und das sind jetzt, zeig mal ganz kurz, ne? Das ist für alle, die das nicht so verstehen, das ist das Netzteil und hier ist quasi der DC-Anschluss. Also der jetzt eigentlich hier direkt reinkommt. Ich glaube, die laufen mit 24 Volt, oder? Ja, ne? Also 24er. Das sind die 24 Volt und die gehen dann quasi einfach hier dran und das geht nach hinten und das ist nur die Verlängerung. Genau, weil so viele haben gefragt haben, das ist ein Guvi M1. Ja. Da gibt es aber auch zwei verschiedene, das ist der 5 Meter, den kann man dann einfach nochmal mit demselben Ding ohne Controller zack dran stecken. Hat halt einen Controller halt leider am Ende des Tages übrig. Ne? Draußen wird auch schon wieder geschuftet, die Firma ist wieder da, schleift die nächste Wand. Zimbo testet, glaube ich, gerade noch LEDs. Ja, da draußen sitzt ja der Zimbel. Dann helfe ich ihm noch kurz und dann gehen wir mal in dieses Projekt. Also ich habe davon auch keine Ahnung, aber ich gehe mal davon aus. Das sind diese Belüftungsklappen für die Zuluft, dass dieses Teil wahrscheinlich hier so rein muss. Dann hätte ich das jetzt mit den selbstschneidenden Schrauben da zack, zack durchgedonnert. Und dann kommt, glaube ich, nur noch die Blende drauf, so. Und dann kommt es in die Wand. Würde ich jetzt mal so sagen, ne? Unser Belüftungsmann ist nicht da, aber ihr könnt mal gerne in die Kommentare schreiben, ob das so passt. Aber eigentlich würde ich sagen, passt es so, ne? Okay, das muss so funktionieren. Kann ich machen. Unten mit meinem Fuß aktuell auf die Leiter noch ein bisschen schwierig. Da muss dann eine Zimbo hoch. Sag ich euch ehrlich, da lang auch gut und gerne drei, ne? Jetzt sind die Schrauben belastend, ne? Jetzt ist das Loch ist hier so ein bisschen zu klein, dass die Schraube hier klemmt. Jetzt muss ich mal gucken, wie ich da reingetüftelt bekomme, ne? So, da haben wir das erste drin. Eigentlich ganz easy. Die Mauer hat von hinten nur ein bisschen ziehen müssen an dem Schlauch, ne? Und jetzt kannst du hier drüber die Zuluft quasi regeln, ne? Viel Luft. Wenig Luft. Und das Ganze müssen wir jetzt noch viermal machen. Hier für Zuluft, Zuluft, Abluft, Abluft. So, die zweite Zuluft sitzt auch, passt. Ich sage euch ehrlich, es könnte nur verdammt eng werden daneben mit der Steckdose. Ne? Das haben wir aber vorher schon gewusst, aber ja, das ging halt leider nicht, weil es natürlich auch auf einer Höhe sitzen sollte. Schwierig. Aber werden wir am Ende sehen, auch da wird sich dann irgendwie eine Lösung finden. Aber top, ich finde, die passen auch gut farblich hier rein. Ich habe gesagt, farblich passen die eigentlich wirklich geil hier später auch in das Endkonzept rein. Ne? Auch gerade zur Decke da hoch, da runter, das passt wirklich sehr, sehr geil. Einzige, was ist, es könnte eng werden mit der Steckdose daneben. Auch da werden wir irgendeine Lösung auf jeden Fall finden, ne? Uns irgendwas einfallen lassen. Ging halt nicht anders da. Die Steckdose haben aber, glaube ich, so ungefähr dieselbe Farbe. Können wir uns auch mal gleich angucken. Haben wir uns auch einige bestellt von Gira. Und ja, die Maus ist, glaube ich, da hinten noch am Kabelfriemen. Bis jetzt ist er nicht so weit gekommen, weil er gerade alles entfummelt da hinten. Aber dann soll der eigentlich relativ schnell einen Meter machen, ne? So, hier ist der Zimbo versteckelt. Hier ist ein Durcheinander-Chat, ne? Problem ist, wenn die Sachen mal an der Wand hängen, dann kann man es ordnen. Problem ist nur gerade, zum Beispiel jetzt hier haben wir jetzt hier Wandtür. Das ist aber eigentlich in die Rückwand gerutscht. Ne, was hätte eigentlich in der Vorderwand sein sollen, weil die halt hinter der Ecke gebündelt rauskam. Ist nicht schlimm. Nur was mir jetzt gerade fehlt, ist dann das Gegenteil davon. Rückwand. Ne? Ich weiß ja, das muss es ja irgendwo geben. Ne? Ich hätte jetzt gesagt, dass... Halt was steht denn da? Da oder ist es doch schon, oder? Wand? Wandtür. Das sind die beiden, die jetzt rauskamen. Das ist jetzt aber einmal die Rückwand. Aha. Und jetzt fehlt einmal, das kann halt sein, dass da auch was abgegangen ist. Ne? Das kann natürlich jetzt auch sein, dass da ein Kabelschirm mal abgegangen ist, weil du hast mir deine Beschriftung erst später gezeigt mit deiner Fliege. Ja, was da hinten mit denen? Welche? Da, hier, links, neben dem Karton. Das sind Kameras eigentlich. Aber ich da sein muss es ja. Ich kann ja einfach mal alle jetzt reinstecken.
Ja, wir haben ja alle auch durchgetestet, ja, also ja. Angekommen sind ja alle. Ja, es geht alles, es geht alles. So ist es, ne? Du musst jetzt du am besten mal vorne rein, ich steck's mal rein. Und dann stöpseln wir mal alles durch, was Sache ist. Jetzt geht's hier an die Tür, einmal hier rum, zack, 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 zack. Und da sind wir wieder. Und sieht schon geil aus? Ja, Kamera immer schwierig, in echt sieht's viel, viel geiler aus. Gerade so dieser Spalt jetzt, das wird glaube ich schon echt. Ich gehe mal noch ein Stück zurück. Das wird schon geisteskrank. Wir haben leider nur nicht mehr so viel Zeit, weil wir gleich noch eine Aufnahme haben in Dubak und dann das Primarino. Geht nächste Woche oder am Samstag vielleicht auch wieder ein bisschen weiter, ne? Aber ich sage euch, der Moment hier, wenn die Tür gleich zugeht, dann fangen wir noch ein. Und da sind wir wieder, ne? Next Step, Alter, wie krank leuchtet eigentlich diese Tür schon wieder. Das ist geisteskrank, ne? Das sieht wirklich, aber das ist zu wild. Guckt euch das an. Das ist wirklich übertrieben geil. Hier könnte man sich sogar jetzt über die Kamera, seht ihr es gar nicht, mit bloßem Auge sieht man natürlich die LEDs. Könnte man sich natürlich auch überlegen, ob man hier noch so ein Plexiglas reinmacht, ne, sich was zuschneiden lässt. Aber wer bleibt denn hier stehen und guckt dann so in die LEDs? Macht ja kein Mensch. Ich glaube sogar, dass von dieser LED-Kanäle das Plexiglas da genau reinpasst und da einfach so reindrücken kannst. Müssen wir halt mal messen, ne? Ja. Aber ich sag, kann man natürlich machen, aber ich sag, es bleibt ja auch wirklich keiner so stehen und sagt, oh geil, ich gucke hier in die LEDs rein, ne? Das ist episch, ich sag's euch, es ist, das ist maximal episch schon wieder, ne? Und der Sternenhimmel ist jetzt auch noch aus, ne? Aber das ist absolut crazy, wie das hier aussieht. So Jungs, und ich würde auch sagen, damit ist das nächste Studio-Update auch erstmal durch. Wir müssen nämlich jetzt wieder rüber ins Studio, noch ein Video aufnehmen und dann Primarino. Eine Wand haben wir geschafft, ein paar Belüftungsteile haben wir geschafft. Es sieht halt wirklich absolut geisteskrank aus, ne? Die Decke ist aktuell noch aus, aber ihr seht schon mit dem Farbverlauf, ne? Und wer auch immer sagt so, ey, das ist zu viel. Man kann auch easy peasy einfach nur alles einfarbig einstellen, ne? Ihr könnt machen, was ihr wollt. Das ist halt wirklich dieses unnormal geil an LEDs. Deswegen gibt es eigentlich nie zu viele LEDs, ne, in so einem Raum. Sage ich euch, wie es ist. Ich glaube, so sieht es aber geiler aus vom Verlauf. Ich glaub, ja. So passt es, oder? So passt es auf jeden Fall besser ins Auge. Auch die Tür finde ich halt auch unnormal, wie die zur Geltung kommt jetzt. Guckt euch das mal an. Das sieht aus wie in so einem, keine Ahnung, in so einem Horrorgame. So die Tür ist es, die man nehmen muss. Ja, aber so sieht es gut aus. Das sieht krank aus, ne, mit der Tür. Die Tür sieht wirklich absolut heftig aus. Aber ich denke halt auch, man wird ja das Lauflicht, ich dachte, da wirst du ja verrückt. Nee, das wird man nicht machen so. Lauflicht vielleicht bei irgendeiner Animation. Du kannst ja hier, was haben wir jetzt hier? Setup Wand Gaming unten, was machen wir mal? Machen wir Setup Wand, machen wir die Tür, oben Tür unten. Theoretisch könnte man dann ja hier eine Farbe reinmachen, dass dann die Tür vielleicht irgendwie... So, das ist nur rot, ne? Erinnert mich jetzt an so ein bisschen anderes Etablissement auf jeden Fall, die Tür. Ist nicht verkehrt, was sagen wir, wenn wir jetzt hier auf blau gehen? Ach, guck mal, da wird die Tür blau. Ab wo geht's denn schon los? Ab da unten, da machen wir das mal noch weg. Gehen wir mal hier noch ein bisschen weiter. Ist dann Spielerei, ne? Ah. So seht ihr auch krass aus hier über die Kamera mit vier Farben, ne? Das ist halt das Geile, seht ihr hier in der App, ne? Hier könnt ihr dann individuell quasi, was ist das denn? Das sind so in Real Life alle 30 Zentimeter oder so? Segmente wahrscheinlich, genau, ja. Die Segmente einfach auch individuell steuern und somit können wir halt quasi auch diesen Gaming-Raum immer wieder individuell anpassen. Damit würde ich sagen, sind wir raus für das nächste Update. Ja. Das nächste wird dann wahrscheinlich sein, wenn wir hier in die Decke gehen, machen die Geo-10s rein, machen die andere Wände fertig. Bis dahin kommt vielleicht auch schon hoffentlich der Boden, der schwarze Boden wird das dann hier reingeknallt. Das ist ja top, aber dann müssen wir wirklich mit Socken hier reinlaufen. Dann wird hier Attacke gemacht und zur Einweihungsparty kommt hier vorne in die Tür. Die wird groß gefeiert, die Einweihungsparty. Aber so sieht aber auch krank aus. Aber ich sage euch ehrlich, ja, blau-rot geht auch immer, ne? Hier kommt eine Absperrung rein, dass dann keiner mehr hier reinkommt und hier drin irgendwas kaputt macht. Safe. Und damit sind wir raus. Ciao, ciao. Have a great time.